Also, liebe Eishockey-Freunde, es ist Zeit für das erste Videoblog während des Sommertraining hier bei Fast Berlin. Und die ersten Gesprächspartner sind zum einen einer, der lange Zeit verletzt war. Und das ist Joe Gerstung, Big Joe. Endlich mal wieder dabei. Schön, dass du da bist, Joe. Und zum anderen jemanden, der hoffentlich sein Debüt in der Oberliga in der kommenden Saison machen wird. Und das ist Vladislav Filin, letztes Jahr bei der DNL, bei der Iceman Juniors. Wir fangen mit dich an, Vlad. Schön, dass du bei uns bist. Wie ist es nach zwei Wochen Sommertraining bei der Oberliga? Ist es anders als das, was du bei der DNL erfahren hast? Ja, das ist auf jeden Fall anders, weil man spürt auf jeden Fall die Intensität im Training. Alle haben hier Spaß miteinander, alle arbeiten, auch wenn der Trainer mal nicht hinguckt. Und bei uns war das halt nicht so. Hier ist viel größere Intensität, alle wollen arbeiten, sich verbessern. Ja, wir haben ja gesehen, in den letzten paar Tagen, als ich hier war, viel gelaufen, viel Konditionstraining. Sehr intensiv, da hast du recht. Aber wie ist es denn für dich, Joe? Du bist eigentlich der älteste Spieler hier bei dieser Gruppe von jungen Spielern. Aber du bist seit Januar außer Gefecht, hattest eine ausgekühlte Schulter gehabt. Wie war es für dich, wieder ins Training einzusteigen, auch wenn es Sommertraining ist? Ja, war natürlich anstrengend. Wenn man so lange verletzt war, ist klar, ich hing am Anfang ein bisschen hinterher. Ich hole jetzt Stück für Stück auf und bis die Saison beginnt, bin ich wieder 100% fit. Also da mache ich mir keine Sorgen. Also ich kann mich an ein Sommertraining-Interview mit dir erinnern, letztes Jahr mit dir und mit Marcel Thome, wo du auch genau den gleichen Gesichtsausdruck gehabt hast. Sag mal ehrlich, welche Aspekte vom Sommertraining gefallen dir und welche sind die Aspekte, wo du sagst, ach du Scheiße, das muss ich machen, das wird wehtun? Ja, ganz klar, Laufen gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Stärken, aber man freut sich eigentlich immer, dass Training wieder losgeht und eigentlich macht Laufen im Endeffekt auch Spaß, wenn man dann sieht, man wird wieder fit und das ist genauso beim Kraft, wenn man alles gibt und man sieht, dass, da wird wieder was draus, dann macht es auch Spaß, das Training. Also der lange Gesicht ist nur Schauspielerei bei dir, ja, habe ich auch gedacht. Gleiche Frage auch an dich, denn welche Aspekte von diesen zugegebenermaßen erst kurzen Sommertraining, als er gerade angefangen hat, welche Aspekte gefallen dir, welche würdest du sagen, das ist mir neu, das ist etwas, das ich vielleicht noch nicht gehabt habe? Also auf jeden Fall gefällt mir Stepper-Training, Schnelligkeitstraining, das gefällt mir sehr, aber was ich jetzt nicht so mag, ist 800 Meter laufen, Ausdauer ist nicht so mein Ding. Ja, Kraftraum, sehr gute Übung, viel mehr Optionen als bei uns im anderen Kraftraum. Ja. Apropos Laufen, ich glaube, jetzt haben wir so ein langes Wochenende und erst danach geht's mit den 800 Meter Runden. Also das bedeutet zwei sehr, sehr unglücklich ausschauenden Spiele in Joe Gerstung und Vladislav Filin werden wir haben am Dienstag. Schön, dass du da bist und wir hoffen, dass wir was von dir sehen können in der kommenden Saison, obwohl du weiterhin bei der DNL spielen werdest. Also Vladislav Filin und Big Joe Gerstung, the man with the plan, wenn es zum Laufen kommt. Es macht richtig Spaß bei Sommertraining und während der nächsten kommenden Wochen werden wir natürlich euch da ab und zu ein weiteren Update geben. Bis dahin allerdings. Tschüss.